Also das ist Schulz, ist auch ein schöner Name. Ja, er ist benannt nach einem verstorbenen Freund von seinem Besitzer. Der hat Schulz geheißen mit Nachnamen und deswegen heißt er so. Er ist zweijährig einmal gelaufen, da haben wir ihn nur mitlaufen lassen zum Lernen und dieses Jahr hat er dann richtig Leistung gezeigt. Er hat beim ersten Start überlegen gewonnen in Mülheim. Dann war er in Baden-Baden in der Derby-Vorprüfung im Listenrennen Zweiter, nur Kopf hinterm Sieger. Und jetzt im Union-Rennen war er Vierter, da musste er aus äußerer Startbox ins Rennen. Das war nicht ganz so glücklich vom Rennverlauf her, aber hat sich trotzdem gut verkauft. Und 2400 Meter für ihn überhaupt kein Problem. Ja, er ist auch ein relativ großes Pferd, hat eine Wahnsinnsgaloppade. Für ihn könnte der Boden in Hamburg ruhig weich sein. Da glaube ich, dass es für ihn besser ist als fester Boden. Und ich denke mal schon, dass er zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Derby ist natürlich immer so eine Sache mit dem Rennverlauf und so. Da braucht man ein bisschen Glück auch mit der Startbox. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.